Aristo, eine traditionsreiche deutsche Uhrenmarke, 47 mm im Durchmesser, ein blaues Sonnenschliffziffernblatt auf einer Fliegeruhr. Wenn ihr mehr wissen wollt und meine Meinung dazu hören wollt, bleibt dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute möchte ich euch eine für meine Verhältnisse unglaublich große Uhr zeigen mit 47 mm Durchmesser und blauem Sonnenschliffzifferblatt. Eine Fliegeruhr aus dem traditionsreichen Hause Aristo. Und jetzt geht es auch schon los. Die Uhr hat einen Durchmesser von 47 mm, hat eine von mir handvermessene Bauhöhe von 13,2 mm. einschließlich des wunderschön gewölbten Mineralglases. Sie hat eine Bandanstoßbreite von 22 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand ebenfalls handvermessen von 54,3 mm. In der Uhr verbaut ist ein Sellita SW200, die Uhr wiegt handgewogene 99 Gramm und ist bis 5 bar gleich 50 Meter wasserdicht. So, dann schauen wir mal, wie die Uhr am Arm aussieht. Zunächst mal diese Uhr abgezogen. Heute habe ich die Laco Frankfurt GMT am Arm gehabt und schauen mal, wie die 47 mm der Aristo Flieger bei mir am Arm aussehen. Muss ich mal kurz aus dem Bild. So. Ja, also ganz klar, die Uhr ist für mich am Arm zu groß. Ich fühle mich damit nicht wohl. Kann ich mir auch nicht schönreden. Das ist so. Das Gehäuse besteht aus perlgestrahltem Edelstahl. Der Gehäuseboden hat ein Sichtfenster auf das Werk. Das Made in Germany ist bei dieser Uhr nicht vorne auf dem Ziffernblatt, sondern auf der Rückseite angebracht, was ich ganz schön finde, weil dadurch das Ziffernblatt etwas leerer bleibt. Die Uhr ist wirklich sauber verarbeitet. Es gibt keine Grate, keine Kanten. Alle Übergänge sind sauber gemacht und das Highlight dieser Uhr ist in meinen Augen ganz klar das Ziffernblatt mit dem wirklich leuchtenden blauen Sonnenschliff. Die Uhr ist wirklich toll gemacht, auch wenn es keine klassische Fliegeruhr ist, schon allein wegen der Ziffernblattfarbe, dem Datum und dem Text auf dem Ziffernblatt. Aber die Uhr ist ein wirklicher Hingucker. Die Größe muss man mögen, man braucht den Arm dafür. Die Farbe ist toll, aber ich persönlich bevorzuge da doch den klassischen Fliegeruhrenstil. Was ist mir an der Uhr aufgefallen? Zum einen finde ich es schade, dass die Krone nicht ganz die klassische Fliegerkrone ist. Sie ist toll, sie ist sehr gut zu greifen, leicht zu bedienen. Aber eine etwas deutlichere Form in Richtung Fliegeruhrenkrone hätte ich toll gefunden. Das Datum auf dem Ziffernblatt hätte ich persönlich auch gut weglassen können, hätte ich prima darauf verzichten können. Ansonsten fällt mir an der Uhr eigentlich nicht viel auf, was ich hätte anders gemacht, dass ich den klassischen Fliegeruhrenstil dann doch lieber mag als die farbigen Varianten, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Insgesamt ist das eine wirklich toll gemachte, sehr, sehr sauber verarbeitete Uhr und ich würde der Uhr oder bringe der Uhr sehr viel Vertrauen entgegen und würde sie bedenkenlos auch als Alltagsuhr einsetzen, würde mir allerdings für eine Alltagsuhr dann doch eine etwas höhere Wasserdichtigkeit wünschen. So, schauen wir uns die Uhr einmal bei Nacht an. Erst geht das erste Videolicht aus, dann geht das zweite Videolicht aus
Und so sieht die Uhr bei Nacht aus. Wunderbar ablesbar, herrlich leuchtende Zeiger und auch aus unterschiedlichsten Blickwinkeln immer gut erkennbar. So stelle ich mir das bei Fliegeruhren vor und so wünsche ich mir das bei eigentlich allen meinen Uhren in der Nacht. Ja, ich glaube wirklich, dass man hier für den aufgerufenen Preis einen sehr, sehr realen Gegenwert bekommt. Eine Uhr, die gut verarbeitet ist, made in Germany, aus deutschem Lande, von einer deutschen Marke und zu einem vernünftigen Preis. Wenn euch sowas gefällt, lasst gerne ein Abo da und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.